Am Mittwoch ist der Himmel in den meisten Landesteilen grau. Dazu fällt vor allem im Norden bei einem frischen Wind anfangs noch etwas Regen oder Sprühregen. Von Köln bis München kann sich die Sonne zumindest zeitweise gegen die Wolken durchsetzen. Richtig freundlich wird es im Breisgau. Das Thermometer zeigt Höchstwerte zwischen 15 Grad an der Nordsee und bis zu 20 Grad rund um Freiburg an. Am Donnerstag steht ganz im Süden dann noch einmal ein richtig schöner Herbsttag ins Haus. Bei viel Sonne klettern die Temperaturen auf etwas über 20 Grad. Im großen Rest des Landes bleibt der Himmel bei Spitzenwerten zwischen 14 und 17 Grad hingegen Wolken verhangen. Ab dem Nachmittag und Abend kann es auch etwas regnen. Nach einem noch recht milden, aber schon häufig nassen Freitag flutet Polarluft am Wochenende das ganze Land. Der Samstag wird dabei wohl ziemlich verregnet, am Sonntag zeigt sich zwischen den Schauern auch mal die Sonne. In den Bergen mischen sich oberhalb von rund 600 Meter Höhe wohl immer mehr Flocken unter.